Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Willkommen zu einem neuen Vlog. Den letzten Vlog hatte ich ja beendet, weil ich habe ja im Auto ganz viel mit euch gequatscht heute. Paar Lärmgeräusche, denn unsere Treppenstufen, da sind ja noch diese provisorischen drauf, die man eben für die Handtücher jetzt gemacht hatte. Jetzt wurden gerade unsere richtigen gebracht. Das sind diese hier. Da bleibt aber die, also da ist so ein bisschen Pappe drauf. Das bleibt aber auch noch drauf. Denn die werden ja nochmal abmontiert, geschliffen, gestrichen und so weiter in Grau. Das habe ich ja, glaube ich, schon mal erzählt. Ja, und ich bin jetzt gerade dabei, die Küche mal langsam einzurichten. Und ja, das so als Zwischenstand. Ich habe jetzt gerade schon mal hier solche Rutschmatten sozusagen in die Schubladen getan. Gerade da, wo Töpfe und Pfannen sind, weil die zerkratzen sonst immer alles unten. Also sieht ganz, ganz schlimm aus. Deswegen sowas reinlegen, dann schützt man auf jeden Fall die Küche. Und ja, ich würde sagen, ich lege hier mal in der Küche los. So, da melde ich mich mal wieder. Ich war gerade ein bisschen unterwegs gewesen beim Bürgeramt und habe meinem Mann was auf die Arbeit gebracht. Und auf dem Rückweg war ich beim DM und habe einen riesengroßen Einkauf gemacht. Deswegen, jetzt kommt ein DM-Haul ganz, ganz quick und schnell, denn ich muss hier weiter machen. Ja, der erste DM-Haul von neuem Haus. Also, ich habe Küchenrollen gekauft, total interessant. Pampies, Baby Love, einmal für Samu in Größe 2 habe ich jetzt mitgenommen. 3 bis 6 Kilo. Wir haben zweimal schon die 1er Windeln hier, deswegen habe ich jetzt die 2er mitgenommen. Dann für Lias die 4 und die 4 Plus. Genau. So, das war einmal. Dann habe ich das hier gesehen. Das sind solche Binden für wirklich für das Wochenbett. Richtig dick und lang, 10 Stück. Die habe ich damals gar nicht gesehen gehabt bei Lias, weil die liegen nicht bei den normalen, Binden, sondern die liegen neben den Windeln im also in der Kinderabteilung. Total skurril, weil sowas habe ich damals immer gesucht gehabt bei den Binden. Da habe ich versucht, die längsten, dicksten und so weiter zu bekommen. Also richtig, richtig gut. Für die ersten paar Tage, wenn man zu Hause ist, braucht man sowas eigentlich schon noch. Ich hatte mir immer damals was aus dem Krankenhaus mitgenommen, aber dass man sowas zu Hause hat, ist, glaube ich, nicht verkehrt. Dann habe ich das hier mitgenommen für die Spülmaschine von, oder bekannt durch die Höhle der Löwen. Und die Höhle der Löwen, da, wenn die einen Deal bekommen, sind es meistens immer geniale Sachen. Hier so ein Rostschreck heißt das. Das legt man mit in die Spülmaschine und das soll dann Rost und Co. verhindern. Genau. Und weil ich, Maike, guck mal, meine Füße tun mir nämlich so weh. Entweder ist es ständig durch dieses viele Laufen, durch Treppenlaufen oder auch durch mein aktuelles Gewicht. Auf jeden Fall habe ich mir jetzt hier für 10 Euro solche Geleinlagen geholt, die richtig dick sind von Scholl. Ich hoffe sehr, das sind sogar extra welche für Work sozusagen. Also, ich hoffe sehr, dass die funktionieren. Ich werde die mir gleich reinpacken. Dann habe ich jede Menge solcher sowas geholt für den Lias. Für hier, wenn es irgendwie gerade schnell gehen muss, weil die erst, ich glaube, die nächsten paar Tage kommen wir auch hier nicht großartig zum Kochen. Deswegen habe ich davon ein paar Stück mitgenommen. Dann für unsere zwei WCs gerade mal hier so ein Duft von Denk mit. Habe ich mich für diese Morgenfrische entschieden. Die werde ich gleich mal reinräumen. Dann habe ich hier so einen Duft mal mitgenommen. Keine Ahnung, hängt man irgendwie in... hier, ich habe für dich auch mitgebracht, Maike. Kannst du direkt drüber nehmen. Für die Spülmaschine hängt man rein, dass da so ein bisschen Duftfrische praktisch kommt. Dann habe ich von Bileda mal so Putzschwämme mitgenommen. Ihr könnt ganz normal reden, gell? Hier solche von Pampers, diese feuchte Tücher für unterwegs, die sind uns jetzt auch leer gegangen. Dann einmal von Emmerichal Kinder Hustenbonbons. Dann einmal von Evelyn solche Kosmetiktücher. Dann auch das hier fand ich sehr interessant. Das hing nämlich genau nebendran, wie gesagt, da wo die Pampers sind. Das sind solche richtigen Unterhosen, die man auch aus dem Krankenhaus kennt. Da sind zwei Stück immer drin. Da gibt es ein ML oder ein XL. Und ja, eben auch fürs, nicht fürs Wochenbett, aber für die ersten Tage sozusagen nach dem Krankenhaus. So, kurze Unterbrechung. Wir mussten kurz mal ein paar Sachen besprechen. Was habe ich euch als letztes gezeigt? Evelyn Kosmetiktücher. Einfach, dass gerade hier mal welche sind. Ich habe noch welche in irgendwelchen Kisten, aber das ist halt das Ding, gell? Man hat eigentlich noch ein paar Sachen, aber weiß der Geier wo. Das hier habe ich jetzt mal geholt für die Spülmaschine. Ein Klarspüler
für extra Strahlen und extra trockenes Geschirr, bla bla bla. Ich muss jetzt nur mal herausfinden, wie das Ganze funktioniert. Ich weiß, da gibt es ein spezielles Fach und so weiter und so fort. Aber ich glaube, ich rufe mal meine Mami an und frage nach. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich hatte ja in meiner ersten Wohnung eine Spülmaschine, aber das ist auch schon wieder 6 Jahre her. Ich habe keine Ahnung. Da habe ich zweimal die Käsetortellini mitgenommen. Ich liebe sie. Ich habe sie euch schon 1000 Mal gezeigt. Die sind sehr, 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 sehr lecker. Super genial. Also nur zu empfehlen. Dann habe ich mir das hier mitgenommen. Und zwar ist das speziell für entweder, wenn man Kinderwunsch hat, schwanger, also in der Schwangerschaft oder Stillzeit, die ganzen Nährstoffe, die man eben braucht. Ich hatte ja eigentlich immer die ganze Zeit so einen kleinen Behälter, wo ich die Tabletten rausgeklickt habe. Eben, da ist ja Folsäure und sowas, was man halt alles tatsächlich in der Schwangerschaft auch nehmen muss. Es ist mir leer gegangen. Ich weiß nicht, wie ich das hinbekommen habe, aber es ist leer und ich brauche es ja jetzt eben, ja, zumindest noch in der Schwangerschaft und eigentlich auch in der Stillzeit. Deswegen habe ich mir jetzt hier mal so eine Monatspackung geholt. Da sind immer zwei verschiedene Kapseln drin. Und zwar einmal Folsäure, Eisen. Also da ist alles Mögliche drin. Moment, hier ist es irgendwo aufgeschrieben. Also Folsäure ist drin, Eisen, Magnesium, dann DHA, Jod und weitere Nährstoffe. Und da hat man immer... Kann ich das mal zeigen? Da muss man immer eine von diesen rosanen und eine von den gelben hier nehmen. Genau, jetzt bin ich dann für einen Monat mal versorgt, weil die sind mir jetzt schon seit 2 Tagen, ich habe schon seit 2 Tagen keine Folsäure mehr genommen. Ich habe mega schlechtes Gewissen. Deswegen, bis das geliefert wird und die nächste Packung kommt, habe ich gedacht, ich nehme das. Dann habe ich zumindest die Nährstoffe, die ich brauche. Dann habe ich hier von Rotbeck Kimmer wieder meinen Immunstark mitgenommen, dass ich es auch hier habe. Und ich habe mir so ein kleines Fläschchen aus der Abteilung, aus dieser Probenabteilung mitgenommen. Das möchte ich in meine Kliniktasche mit einpacken, dass während ich in der Klinik bin, wahrscheinlich so ungefähr 2-3 Tage, so war es das letzte Mal auch, dass ich da was davon da habe. Also ich finde es nämlich richtig lecker und es ist einfach nur gesund und ja. Dann habe ich hier mir, ich weiß, dass ich das auch habe, aber ich habe keine Ahnung, in welchem Karton und wer weiß, wann ja, es losgeht sozusagen. Es kann ja jetzt losgehen, theoretisch laut der Frauenärztin. Deswegen, bis ich alle Kartons ausgepackt habe, dauert das wahrscheinlich eine Weile. Ich habe mir hier von Lansino diese, wie heißen die denn, Brustwarzensalbe mitgenommen. Genau, das sind nämlich extra welche, wo ich bin der Meinung, das waren die, wo man noch nicht mal großartig rumwischen muss, dass das Kind sogar direkt theoretisch trinken könnte. Also ich weiß, dass ich die das letzte Mal auch hatte und dass die richtig gut gewesen sind. Deswegen habe ich die mal wieder mitgenommen. Die haben hier auch Ökotest sehr gut. Also ja. Dann habe ich hier direkt für die Küche zum Einweihen 2x Ovomaltine. Meine absoluten Lieblinge. Ihr wisst es mittlerweile, ich bin absolute Suchti und ich habe hier noch keine, deswegen. Die werden direkt mal einziehen. Und ein Froschreiniger mit dem Himbeerduft. Meine große Liebe. Ich liebe diesen Duft und ich finde, Frosch macht seine Spülsachen hier richtig gut. Wir haben ja jetzt eine Spülmaschine, aber man wird ja dennoch, also ich werde zum Beispiel sowas wie Töpfe und Pfannen nicht in die Spülmaschine geben. Dafür waren die erstens viel zu teuer, die nehmen zweitens viel zu viel Platz weg und drittens halten sie länger, wenn man sie mit der Hand spült. Also man braucht trotzdem mal einen Spülreiniger. Und auch das habe ich eigentlich irgendwo in irgendeiner Tüte, aber dass es jetzt da ist. Und dann habe ich hier so einen Kühlschrankduft, so ein Zitrusduftding mitgenommen. Am Samstag wird unser Kühlschrank geliefert, also in 2 Tagen. Und dann werde ich hier so ein Dings mal reinmachen. Dann habe ich hier solche Duftbeutel mit Zugband mitgenommen, 30 Liter von Profissimo für unsere neuen Mülltonnen. Die sind nämlich ein bisschen kleiner, dafür haben wir aber 3 Stück, aber deswegen mal was Kleineres. Und dann habe ich hier sowas gesehen, das hat mich auch sehr interessiert. Von Finish. So sieht es aus, das ist so ein Spülmaschinenreiniger. Und da steht drauf, dass man so alle 3 Monate mal sowas benutzen soll. Es gab jetzt auch verschiedene andere Sachen mit in Tabsform oder. Das ist ganz cool, das macht man auf, stellt man rein und dann wird das Ganze gereinigt. Ja, und ich will halt versuchen, dass die Sachen so lange wie möglich leben. Und deswegen investiere ich dann mal in sowas. Dann habe ich hier für beide Toiletten so eine Sanft- und Sicherpackung mitgenommen, also feuchtes Toilettenpapier.
muss ich, glaube ich, auch nicht viel zu sagen. Und in die untere Toilette gerade, weil da dann auch ja, die Arbeiter und so weiter draufgehen, dass hier mal so ein paar Desinfektionshygienetücher da sind. Aber das ist ja so, im Prinzip fürs ganze Haus kann man es ja benutzen. Genau, das war's. Ich wollte gerade sagen, das war's schon, aber diese ganzen Sachen, die ich gerade gezeigt habe, haben unglaubliche 140 Euro gekostet. Ich bin fast vom... Ich bin fast vom Hocker gefallen, aber ich saß ja gar nicht auf dem Hocker, also es ist schon einiges. Aber gut, mit Pampers und die ganzen Milchnahrung, dann hier solche Geschichten und so weiter, das kostet halt ein bisschen was. Das hier hat übrigens, falls es jemand interessiert, 8 Euro kostet. Ich glaube 7,95. Genau, das war's und eine neue schöne Tüte habe ich mitgenommen, denn ich hatte keine mehr, weil wir momentan alle Tüten besetzt haben. So, das war's. Jetzt werde ich mal das hier in die Spülmaschine geben, denn ich habe hier die Spülmaschine schon einmal vollgeräumt mit meinem, mit den ganzen Gläsern, die ich mitgenommen habe. Die waren echt dreckig und sind hier echt verstaubt, beziehungsweise ich hatte die eingepackt, aber die waren unter der Treppe und da ist dann immer wieder was runtergerieselt. Deswegen ist jetzt hier einmal die Spülmaschine voll. Ich möchte alles, was ich aus der alten Wohnung mitgebracht habe, auch einmal durchspülen lassen. Und ja, deswegen, das hier werde ich jetzt mal verwenden. Spülmaschine anmachen. Und dann werde ich hochgehen, mit meiner Schwester meinen Schrank weiter aufbauen. Meine Tante und ihr Partner sind übrigens wieder gekommen. Richtig genial. Die haben schon bei uns im Schlafzimmer die Lampe aufgehängt. Und die sind gerade bei beiden Kinderzimmern. Die Lampen werden dran gemacht. Und als nächstes kommt dann noch die Küchenlampe. Genau, das ist der Plan für die nächsten Stunden. Und ich würde sagen, ich höre auf zu labern und fange mal an zu arbeiten. So, jetzt habe ich das hier mal so eingerichtet. Da ist ja eigentlich hier noch so ein kleiner Mülleimer für Bioabfall, aber ich weiß auch nicht, wie lang diese zwei. Und dann habe ich hier nämlich hinten noch Platz, ein paar Spülsachen hinzulegen. Und jetzt habe ich das erstmal da reingeräumt. Und schaut mal, Spülmaschine läuft und da unten wird dann immer angezeigt, wie viele Minuten noch oder welcher Waschgang gerade ist. Richtig, richtig gut. So, jetzt gibt's eine Runde Stärkung. Meine Tante hat eine Hühnersuppe gemacht. Genau. Also, ihr Lieben, guten Appetit. Dankeschön, Kicker Rebecca. You're welcome. So, wir sind hier noch fleißig am Aufbauen der Schränke. Aber keine Lust mehr. Man kann es nicht mehr sehen. Oh Gott. So, ich melde mich doch mal einmal ganz kurz, beziehungsweise verabschiede mich von heute. Meine Tante und ihr Partner sind mittlerweile gegangen. Wir haben verschiedene Lampen aufgehängt. Ich werde euch die aber morgen mal zeigen. Genau. Mein Mann ist mit dem Lias zu Hause. Der hat ihn ja nach der Arbeit abgeholt und die sind zu Hause am Packen. Und ich werde heute bei meiner Schwester übernachten drüben. Denn morgen früh um 8 Uhr ist es wieder so weit, dass wir haben nämlich unten unsere große Schiebetür zur Terrasse raus oder zum Garten raus. Da ist bei mir ein großer Kratzer drinne und die Tür wird komplett ausgetauscht. Bei meiner Schwester auch. Und ich habe hier noch mit den Rollladen, war eine Kleinigkeit gewesen, wobei ich es jetzt schon nicht mehr irgendwie habe. Das war kurz beim TÜV gewesen. Vielleicht, weil die neu war. Keine Ahnung, mittlerweile geht alles. Ja, wir haben jetzt auf jeden Fall alle vier Korpusse. Dann hier noch den kleinen. Und dann hier noch den, die haben wir aufgebaut. Genau, und jetzt gehe ich nochmal runter kurz in die Küche, mache noch ein bisschen was in der Küche. Wir haben mittlerweile, ich glaube, kurz vor 8 oder sowas müsste es sein. Und zwischen 12 und 16 Uhr oder sowas wird unsere Couch geliefert. Dafür muss ich aber auch, muss unten erstmal alles freigeräumt werden, gesaugt werden, gewischt werden. Also es ist ein bisschen was zu tun morgen früh. Deswegen wird es sich gar nicht lohnen, wenn ich jetzt heute Abend nach Frankfurt fahre. Weil ich könnte sowieso dort nicht packen, weil Elias am Schlafen ist. Und dann müsste ich morgen früh wieder hierher fahren. Das macht gar keinen Sinn. Deswegen bleibe ich jetzt heute Nacht hier. Genau. Und dann kann ich nämlich morgen früh dann hier auch loslegen, weiterhin mit den Schränken und so weiter, mit also alles machen. Und dann habe ich halt vor, sobald die Couch da ist, geliefert wurde, dann möchte ich nach Frankfurt fahren, weil dann muss ich auf jeden Fall packen. Bis spät abends, bis alles zusammengepackt ist, egal wie lange es auch dauern mag. Genau. Ja, also wie gesagt, jetzt passiert nichts mehr. Jetzt gehe ich nochmal in die Küche, mache da ein bisschen was. Klar, Schiff, vielleicht nochmal eine... vielleicht nochmal eine Spülmaschine an, mal gucken. Aber ich habe heute schon gut die Spülmaschine laufen lassen. Oh, die Gläser sind so schön sauber damit. Das ist so genial. Genau. Ah, ihr seht mich schön im Schatten.
Ich bin absolut müde. Wir werden jetzt nochmal den Fernseher kurz aufbauen bei meiner Schwester drüben, weil wir haben ja jetzt mittlerweile dann Fernseher. Dann werden wir uns mal kurz hinschillen und dann geht's aber auch ins Bett. Also wirklich, ich will spätestens, allerspätestens um 9 Uhr im Bett sein und einfach mal schlafen. Das ist der Plan. Genau, deswegen, ihr Lieben, ich würde sagen, ich melde mich morgen wieder bei euch. Also macht's gut.